Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Spielevorstellung bei uns hier auf dem Kanal. Sofort und gleich, mit jedem Herrn gleich. Ja, eins meiner Lieblingsentwicklerteams aus Deutschland, Asmodee Digital, hat wieder ein neues Spiel rausgebracht. Nennt sich Onitama. Ist wohl ein japanisches Brettspiel. Und sieht äußerst vielversprechend aus. Also erstmal liebe Grüße ans Asmodee-Team. Ich bin gespannt. Ich habe das Ding noch nicht ausprobiert. Und ja, ich lasse mich jetzt einfach mal überraschen. Es wird jetzt ein bisschen komplexer. Also für die Leute, die jetzt nur auf reine Action stehen, braucht gar nicht weiter zu gucken. Alle anderen, die auch mal ein bisschen was ausprobieren möchten, um mal die kleinen grauen Zellen in Schwung zu bringen oder die mal was Besonderes sehen wollen. Die können jetzt hier gerne weiterbleiben, am Ball bleiben. Gucken wir mal. Willkommen bei Onitama. Neuen Spielern empfehlen wir, sich mit Hilfe eines kurzen Tutorials mit den Grundlagen des Spiels vertraut zu machen. Also, ich will das jetzt natürlich erstmal, weil ich weiß überhaupt nicht, wie dieses Spiel funktioniert. Ich habe keinerlei Ahnung. Onitama ist ein elegantes und einfaches Spiel, welches das Wesen der Kampfkunst widerspiegelt. Es gibt zwei Pfade, die zum Sieg führen, den Weg des Steines und den Weg der Strömung. Um mit dem Weg des Steines zu gewinnen, musst du den gegnerischen Lehrmeister schlagen. Dabei handelt es sich um die große Figur in der Mitte auf dem Tempelfeld. Um mit dem Weg der Strömung zu gewinnen, muss sich dein Lehrmeister über das Spielfeld bewegen und auf dem gegnerischen Tempelfeld landen. Okay. Zu Spielbeginn erhalten beide Spieler zwei zufällig ausgewählte Bewegungskarten. Das ist ihre Spielhand. Affe und Ochse habe ich jetzt hier bekommen. Und da bin ich jetzt ganz ehrlich froh, dass der Herr sofort gerade nicht neben mir sitzt. So. Ich kann mir schon in etwa vorstellen, was jetzt passieren wird. Also tippe, um fortzufahren. Ich benutze den. Achso, tippe, um fortzufahren. Danach wird die zusätzliche Bewegungskarte ausgegeben. Die Farbe auf der Rückseite bestimmt, wer zuerst am Zug ist. Ich beginne. Glückwunsch, du darfst anfangen. Die zusätzliche Bewegungskarte legen wir erst einmal beiseite. Wir kommen später auf sie zurück. So, da habe ich hier einen Drachen. Jeder Zug ist in zwei Schritte unterteilt: bewegen und angreifen und Karten tauschen. Bewegen, angreifen, Karten tauschen. Im Schritt bewegen und angreifen wählst du zuerst eine der beiden Bewegungskarten auf deiner Hand oder eine einzelne Figur aus. In unserer heutigen Lektion wählen wir die Ochsenkarte. Nun müssen wir eine Figur wählen. Bitte tippe auf den markierten Schüler. Sehr gut. Das Gitterraster auf der Karte zeigt die möglichen Bewegungen mit dieser Karte. Das mittlere Feld stellt die Position deiner gewählten Figur dar. Und die farbigen Felder zeigen dir, wohin sich die Figur bewegen kann. Eine Figur darf das Spielfeld nicht verlassen und darf auch nicht auf einem Feld landen, auf dem sich eine deiner anderen Figuren befindet. Du kannst dich also nur vorwärts bewegen. Bitte tippe das markierte Feld auf dem Spielfeld an. So, okay. Im Schritt Karten tauschen wird nun die von dir verwendete Karte in den Bereich für die zusätzliche Bewegungskarte deines Gegners verschoben. Oh mein Gott. Also, im Schritt Karten tauschen wird nun die von dir verwendete Karte in den Bereich für die zusätzliche Bewegungskarte deines Gegners verschoben. Das bedeutet, der kann die jetzt in Zukunft benutzen. Erinnerst du dich noch an die zusätzliche Bewegungskarte, die du zu Beginn des Spiels gezogen hast? Diese nimmst du nun auf deine Hand. Auf diese Art gehen die Bewegungskarten so lange herum, bis ein Spieler den Sieg errungen hat. Nun ist dein Gegner am Zug. Wähle jetzt deine Drachenkarte und schlage die Figur deines Gegners. Schlage die gegnerische Figur mit deiner Drachenkarte. Jetzt muss ich erst mal überlegen. Das geht damit nicht.
Damit geht's auch nicht, damit geht's nicht, damit geht's, mit dem geht's. Und das ist auch schon alles. Wie es oftmals der Fall ist, ist Onitama leicht zu erlernen, aber nur schwer zu meistern. Wenn du möchtest, kannst du dieses Spiel alleine fortführen. Wenn du lieber ins Hauptmenü zurückkehren willst, öffne bitte den Optionenreiter, indem du ihn vom rechten Bildschirmrand herausziehst und dann die Hauptmenü-Schaltfläche antippst. Also ich werde jetzt dieses Spiel erstmal fertig machen. Ich zähle ja nur noch drei. Er kann momentan da schlagen, kann momentan da schlagen. Das heißt, solange ich mich da nicht in irgendeiner Form hinbewege, kann mir schon mal gar nichts passieren. Bedeutet, ich könnte jetzt aktuell einfach wieder den Ochsen benutzen und hier ein Feld nach vorne gehen. Mehr kann nicht passieren. Jetzt habe ich natürlich einen Fehler gemacht, ne? Mit dem Kranich. Wieso Drache? Ich will nicht den Drachen. Ach so. Ich kann nur eine von den beiden, okay. Das war nicht so klug. Das war nicht so klug. Aber wenn ich jetzt den benutze, dann kann ich hier hin. Oh, jetzt, ja, jetzt geht er nach da hinten, weil ich hätte ihn nämlich jetzt schlagen können. Er hat jetzt keine einzige Combo. Keine einzige Combo, mit der er mich in irgendeiner Form nach vorne schlagen könnte. Na, wenn ich den Tiger setze und gehe die zwei Felder vor, kriegt er den Tiger, dann kann er mich schlagen. Das macht keinen Sinn. Bedeutet, ich setze jetzt mal. Achso, das dreht sich ja dann wieder um, ne? Das heißt also, wenn ich jetzt zwei Felder nach vorne gehe, kann er mich trotzdem nicht schlagen, ne? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, so, kann er mich nämlich jetzt nicht schlagen, genau. Er kann nur hier zur Seite gehen. Jetzt muss ich natürlich aufpassen. Wenn ich jetzt mit dem ein Feld nach vorne gehe, kann er den nicht schlagen, weil ich nämlich sonst mit dem Kranich ihn geschlagen bekomme. Das macht er natürlich nicht. So, dann würde ich mal sagen, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt muss ich aufpassen. Die brauche ich nach wie vor, den Drachen. Wenn ich mit dem Drachen jetzt hier, er muss jetzt eigentlich den anderen ziehen. Er muss jetzt seinen, genau, den muss er wieder wegziehen. Dann hätte ich den Ochsen. Das bedeutet, ich kann ihn jetzt. Nein, ich will nicht mit dem Tiger, ich will mit dem. Ich kann ihn jetzt noch mehr unter Druck setzen. Das was? Nein. Wenn ich den Tiger benutze, kann er den schlagen. Okay, nee, 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 nee. Ich muss den Kranich benutzen. Wenn er den schlägt, dann habe ich theoretisch den Ochsen. Er kann ihn nicht schlagen. Ich kann jetzt aber weiter ihn unter Druck setzen. Was? Ich habe nicht aufgepasst. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe nicht aufgepasst. Okay, also jetzt muss ich jetzt muss ich nochmal eine Revanche. Verdammt! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, das ist aber. Hui, 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 hui. Jetzt habe ich mir nicht aufgepasst.
So, was haben wir hier? Hase, Krabbe und Frosch. Oh, jetzt, Alter, jetzt habe ich das Ding hier und jetzt habe ich auf die Fratze gekriegt. So, jetzt müssen wir wirklich mal aufpassen. Oh, das ist ganz schön anspruchsvoll. Ne, mit dem bewege ich mich jetzt mit Sicherheit nicht am Anfang. Ich gehe jetzt mal hier mit der Krabbe nach vorne. Er hat natürlich jetzt mehrere, mit denen er meine Figur schlagen könnte. Gehe jetzt mal hier nach vorne. Jetzt habe ich natürlich, nee, es war jetzt kein Fehler. Ich kann ja mit dem Hasen, kann ich ja den schlagen. So, jetzt ist der schon mal weg. Okay. Krabbe. Jetzt mit der Krabbe 1 nach vorne. Junge, jetzt spielst du aber nicht ganz so klug, ne? Setzen wir den mal ein bisschen unter Druck. Okay. Jetzt kann er nämlich nicht mehr viel machen. Obwohl ich benutze hier lieber den da, weil jetzt ist er nämlich im Eimer, würde ich mal sagen. Gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Ich gehe jetzt einfach mit der Krabbe nach vorne. Oder ich schlage ihn einfach. Das geht. Machen wir es einfach so. Ah, nee! Ah, ich bin so blöd. Ich muss ja mit meiner Figur dahin. Okay, alles klar, Baby. Jetzt bin ich mal gespannt, wo du dich hinbewegst. So. Da kann er nicht hin. Drei Möglichkeiten hat er.
Ich gehe jetzt mal hier hin. Jetzt gucken wir mal, was er macht. Ich muss weg hier. Scheiße, ich muss. Das ist schon ganz schön intensiv, muss ich sagen. Was kann ich denn mit dem jetzt hier großartig machen? Ich kann mit dem nicht viel machen. Eigentlich hat er mich, ne? Ich kann machen, was ich will. Eigentlich hat er mich. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ich könnte versuchen, ihn ein bisschen unter Druck zu setzen, aber das wird wahrscheinlich auch nichts bringen. Verdammt nochmal. Ich glaube, diese Runde verliere ich jetzt auch wieder. Er schlägt jetzt die. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht ihm in die Falle gehe. Also wenn ich jetzt den Frosch mache, müsste ich im Ziel sein. Mit der Krabbe danach. Ja. So, jetzt benutze ich die Krabbe und bin im Ziel und müsste es jetzt geschafft haben. Weg der Strömung. Okay, jetzt habe ich das gewonnen. Also, mein lieber Scholli, da ein gratis. Das mache ich dann noch. Was gibt's denn hier? Solo spielen? Schwer zu schlagen. Skin auswählen. Okay. Weitergabespiel. On schnelles Spiel. Online spielen. Also ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal nochmal eine einzige lokale Spiel, Online-Spiele. Was haben wir hier? Sobald du 20 gewertete Spiele absolviert hast, erscheinst du auf der Bestenliste. Das ist mal wieder was für den gleich, E-Mail gleich, gleich. Oh, Catan. Catan Universe sieht natürlich auch mega interessant aus. Onirim wollte ich sowieso auch mal irgendwann ausprobieren. Abalone, wie geil. Das ist halt Asmodee, ne? Das ist halt echt Asmodee. Splendor sieht auch cool aus. Family. Cold Express habe ich ja schon gemacht. Isle of Sky muss ich mal ausprobieren. Also es wird mal wieder Zeit, dass ich mal wieder ein paar Asmodee-Spiele hier mit an den Start bringe. Pathfinders. Ja. Mega nice. Und natürlich hier die ganzen Tabletop-Versionen, weil Asmodee bringt ja die Spiele auch in Brettversion raus. Ich versuche jetzt mal so eine kleine Herausforderung hier. Das war ja für Anfänger. Jetzt probieren wir mal die kleine Herausforderung. Das werde ich jetzt noch testen. Und dann, ja. Drache. Also es ist auf jeden Fall hammer interessant. Was hat er? Der hat alles nur. Okay, ich kann eigentlich relativ
locker aktuell da rangehen, einfach erstmal wieder einen Zug machen. Jetzt müsste ich ihn haben. Wo will er hin? Was will er machen? Nein! Tja, viele Optionen bleiben mir nicht, ne? Also nehme ich den, dann nimmt er den. Ja, so. Autsch. Jetzt habe ich ihn doch.
brauche ich keine Revanche, obwohl es mega schlecht angefangen hat, habe ich es jetzt doch geschafft. Was gibt's sonst noch? Solo spielen, schwer zu schlagen. Probieren wir das jetzt noch schnell aus. Ich habe halt auch nichts, was nach vorne geht, ne? Das ist echt krass. Alles nur schräg links. Ich könnte den jetzt schlagen. Dann würde er aber meine Figur schlagen. Würde das Ganze vielleicht ein klein wenig überschaubarer machen. Machen wir das so einfach mal jetzt. Ich schlage den jetzt mal. Legt er den? Und dann gucken wir mal, was passiert. So. Jetzt muss ich natürlich mit dem hier weg, weil er mir sonst den wiederum schlagen kann. In der nächsten Runde hätte ich Cobra. Zwei nach vorne kann er nicht. So. Und in die Richtung schlagen kann er auch jetzt gerade nicht. So, das heißt, er muss jetzt ausweichen. Ich muss irgendwie meinen rechts unten dann noch mit ins Spiel reinbringen. Sonst bringt man. Jetzt kann er natürlich mit dem Frosch meine Figur schlagen. Aber ich könnte mit dem Aal wiederum. Also mal was anderes, dann würde ich jetzt versuchen, mit der Cobra mal ins Match reinzukommen. Mit dem Aal kann ich ihn ja dann schlagen, wenn er mich schlägt. So, das haben wir jetzt auch gerade genau die Situation. Mit dem Aal schlage ich jetzt die Figur. So, jetzt ist alles noch ausgeglichen. Wollten wir mal kurz gucken, ob die Aufnahme noch läuft. Okay. Also jetzt gucken wir mal den Frosch, Ochse. Also er bedroht jetzt auf jeden Fall meine Figur. Jetzt mit dem Frosch.
kann ich mit dem Ochsen, kann ich dann ihn schlagen, wenn er mich schlagen will. Er macht das jetzt auch tatsächlich. Dann benutze ich den Ochsen, um an ihn ranzukommen. So, jetzt wird es natürlich spannend. Jetzt sind wir bereits im Endmatch. 2 gegen 2. Er bedroht jetzt wieder mit dem Frosch meine Figur. Ich lasse ihn jetzt erstmal kommen. Das jetzt in irgendeiner Form Sinn ergeben. Es muss mir jetzt auf jeden Fall gelingen, den völlig unter Druck zu setzen. Ja, hä? Baby, was machst du? Das soll schwer zu schlagen sein. Jetzt denke ich mal, hast du ein riesiges Problem, Kollege. Das ist ja witzig. Wenn ich jetzt mit dem dahin gehe. Dann ist er in der nächsten Runde platt. Ich den Hahn nehme. Er kann nur seitlich dahin. Er kann sowieso platt. So, und jetzt? Was machst du jetzt? Hast du verloren, Baby. Und jetzt benutze ich den Ochsen. Ich könnte jetzt, komm, ich mach's jetzt mal ganz süß, knuffig. Gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten. Zack, bam. Okay, also den Weg des Steines gegangen und auch schwer zu schlagen, die KI. Ja, gleich E-Mail, gleich hat hier, ist hier sonst noch irgendein Schwierigkeitsgrad? Also, Asmodee, solltet ihr, guckt mal, da muss noch ein bisschen mehr kommen. Das Spiel jetzt zum ersten Mal und hab gleich eure schwerste KI hier platt gemacht.
Auf jeden Fall wird es interessant werden, weil mich das mal interessiert, online auch mal gegen andere zu spielen. Ist sehr nice. Also ich wollte sowieso, ich hab, früher habe ich gerne Schach gespielt wollte sowieso immer mal wieder Schach online spielen. Also, Blitzschach ist nicht meins. Das gefällt mir nicht. Und normale Schachrunden, die können unter Umständen viel zu lange dauern. Deswegen bin ich auch davon jetzt nicht gerade der große Fan. Das hier ist echt cool. Unitama, muss ich echt sagen. Gratulation, Asmodee, wirklich. Super geiles Spiel. Ist ein bisschen schade, dass jetzt dann doch die KI auch auf dem schwersten Modus nicht wirklich jetzt der Oberbringer war, aber macht nichts. Es wird mit Sicherheit im Online-Modus den einen oder anderen Spieler geben, der eine richtige Herausforderung wird. Und ja, und die Runden gehen ja relativ schnell, wie man sieht. Also, wenn ich mir jetzt überlege, ich habe jetzt, wie viele Runden habe ich gemacht? Ich habe angefangen, erstmal muss das Spiel verstehen. Jetzt habe ich drei normale Spiele noch mit hinzugemacht und bin jetzt gerade mal bei 35 Minuten. Das heißt, also so im Schnitt wirst du wahrscheinlich pro Match 10 Minuten brauchen. Was ich natürlich mega cool finde, weil es, wie gesagt, jetzt wie so eine Art Schach ist, ne? Aber sehr innovativ. Also ich muss echt sagen, die Idee, diese Spielkarten mit ins Match reinzubringen, dass die entscheiden können, wie deine Figur gezogen werden darf, dass du dann auch die Figur auswählst, mit der diese Karte gespielt wird, und hinzu, dass danach diese Spielkarte noch an den Gegner abgegeben. Das sind natürlich, da müssen natürlich dann gleich mehrere Dinge durchgespielt werden, gedanklich. Also beim Schach konnte ich immerhin ungefähr drei Züge vorausplanen und wusste dann in etwa, was da passiert auf dem Brett oder passieren wird, wenn ich den einen oder anderen Zug mache. Hier ist es wieder eine etwas andere Geschichte, ja. Ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool, muss ich sagen. Also von meiner Seite aus gesehen, Thumbs up, Asmodee. Da ist euch wirklich ein Hammerspiel geglückt, ja. Sehr interessant, ich freue mich schon auf die Online-Spiele. Muss man erstmal einen Account anlegen. Und ja, auch an euch, wer gerne Schach spielt und vielleicht so ein bisschen interessiert ist auch an Japan oder der fernöstlichen Philosophie oder Kunst. Das Ding hier ist ein Knüller. Muss ich echt sagen, das Ding ist echt ein Knüller. Und also kriegt von mir eine ganz, ganz starke Wertung. Also schaut euch das Ding an, ist kostenlos. Ich werde es unten verlinken. Und vielleicht trifft man sich dann auch mal online in einem 101-Match. Bin ich mal gespannt. Schreibt mir mal in die Kommentare rein, wer da Interesse dran hat oder wer da mitmacht. Ich muss dann mal gucken, welche Möglichkeiten es gibt. Vielleicht kann man ja mal dann gegeneinander spielen. Also auf jeden Fall hammer cooles Teil. Gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Wenn es auch euch gefällt, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Ich bin über eure Meinung. Auf jeden Fall, eure Meinung ist mir immer wichtig, das wisst ihr. Und lese ich auch sehr gerne eure Kommentare. Ja, also schreibt drunter, was ihr darüber denkt. Und abonniert unseren Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und schaltet das nächste Mal wieder ein.
wenn ich ein weiteres Spiel vorstelle oder unter Umständen auch mal in Unitama ein Online-Spiel gegen jemand anderen mache. Es kommt natürlich auch auf eure Reaktionen jetzt drauf an, wie es bei euch ankommt. Ich finde das Ding mega geil. Ich werde auf jeden Fall Online-Spiele machen mit Unitama. Ob jetzt hier in YouTube oder außerhalb von YouTube. Kommt, wie gesagt, auf eure Reaktion drauf an. Ja, also dann macht's gut, bis dann und tschüss.